Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Okami HD. Nach viel Rumgesuche hieß es, spring hier rein. Und scheinbar funktioniert das sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das macht mir halt Schaden. Das wär's, aber... Oh well. Und so kommen wir dann auch zu diesem geheimen Wegeschen. Mit einer Perle da drin. Heißt das, ich kann in jedes verfluchte Loch springen dabei? Anderes Loch, ahoi! Ja, nee, ist klar. Und dann sollen die Leute sagen, man springt in ein Loch rein, weil das natürlich dann ganz klar was anderes ist. Na, natürlich. Soweit ich weiß... Nicht hier, aber woanders. Müsste es noch einen Schatz für uns geben, aber danach haben wir soweit alles gemacht. War das hier? Hallo? Hier scheint ja alles Knocke zu sein, es sei denn... Ah ja, da oben. Da oben ist noch etwas, was wir noch mit dem Feuer anstellen können. Dann sind wir aber fertig hier. Und das alles nur für Schätze, die mich eigentlich nicht interessieren, aber... Tada! Ein göttliches Amulett. Amulett mit dem Atem der Götter erhöht die Göttlichkeit auf... Die Göttlichkeit auf Maximum. Ah, ich habe den Satz endlich vernünftig ausgesprochen. Ja. Das sind die Schätze hier in der Mondhöhle. Keine magischen, super verstreuten Perlen, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. War das wieder der falsche Knopf? Das war wieder der falsche Knopf. Ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund drücke ich immer Select, wenn ich ins Menü möchte. Der Windschrein hatte welche. Ja, die anderen, nein. Also, ich bin ja nicht so doof und übersehe 30.000 Perlen, ne? Ja, wenn es eine wäre. Ja, vielleicht. Aber so, nein. Okay. Den wollen wir mal. Köchskin, ich habe was Leckeres für dich. Ich hoffe, es wird dir schmecken. Naja, eigentlich isst du es ja nicht. Sind die Mäuche für ihn oder auch für Orochi? Will ich das wirklich wissen? Wahrscheinlich nicht. Energie? Geld. Was haben wir denn hier? Ja, habe ich schon mal vorgelesen. Das war doch gar nichts, aber wir haben es ein bisschen eilig. Ja, ja. Tada, tada. Mit jeder geheimen Zutat, die ich hinzufüge, soll meine Liebe für Leute Orochi wachsen. Kenne ich. Okay. Jetzt habe ich alle geheimen Zutaten. Es ist an der Zeit, mein Spezialgericht fertigzustellen. Ergötze deine Augen an meinen tollen Fähigkeiten, Schätzchen. Mit ganzem Herzen und liebender Inbrunst werde ich eine Symphonie erschaffen aus dämonischer Vollkommenheit. Ja, dann mach mal. Das andere ist, wie gesagt, eine Süßigkeit, die ist echt. Ja, Augen gibt's auch, ne? Meist zu Halloween. Bitteschön! Das Kronjuwel hinter dem Vorspeisen bringt garantiert den vollen Geschmack der Hauptspeise voll zur Geltung. Hier ist mein ultimatives Meisterstück. Misthaufen Schleimeimer Gulasch. Lecker, lecker. Dadurch wird die Hauptspeise Kushi tausendmal besser schmecken. Nun, wir dürfen Lotto Roshi nicht lange warten lassen, Schätzchen. Geht zur großen Halle und läute die Speiseglocke. Das wird die Fertigstellung meines Meisterstücks verkünden. Der Klang dieser melodiösen Glocke soll der Auftakt sein für Lord Orochis blutiges Festmahl. Okay. Läute ich meine Glocke von hier drüben. Tschucken. Tschung. Aha. Ja, wie jetzt? Okay, fein. Dann eben per Kopfnuss aus dem Innern. Achso. Okay, ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt schon gemacht habe. 2, 3, 4 und
die anderen vier habe ich schon. Gut, okay, fein. Ich wollte schon sagen, hallo. Wenn es ein Ei... Achso, das ist wahrscheinlich eine Schale da drunter dann noch. Was ist mit mir? Ich will da doch auch hoch, oder nicht? Hallo? Okay. Nehme ich halt den nächsten Aufzug. was für ein Stress. Ich wünschte, ich hätte Dottoroshis Grundsein nicht gesehen. Dieser Ort hat etwas an sich, das mir Angst macht. Tut mir leid, Kumpel, aber... Würde es etwas ausmachen, den Aufzug noch einmal zum Thronsaal zu bringen? Was? Bist du verrückt? Ach komm schon, bitte, bitte. Ich meine, ich möchte auch einen Blick in den Thronsaal von Dottoroshi werfen. Bitte nur dieses eine Mal. Aber... Wir sind doch nur kleine Untergebene von Dottoroshi. Dottoroshi wird uns mit Sicherheit auffressen, wenn wir während seiner Mahlzeit reinplatzen. Willst du den Thronsaal wirklich so gerne sehen? Wirklich gehen? Ja! Ich sehe, du wirst deine Meinung nicht ändern. Ich werde dich zum Thronsaal bringen, wenn du ihn so sehr sehen möchtest. Schließlich liebe ich es, diesen Aufzug zu bedienen. Okay. Funktioniert für mich. Soll mir egal sein. Wir kommen nach oben. Das ist das Wichtigste dabei. Okay, das ist alles, was er vom Thronsaal gesehen hat. Ah, furchtbar. Wow. Hallo, Essen. Bäh, diese Vorspeise stinkt. Lass das eckige Zeug hier. Dieser Roshi wird die arme Kushi noch auffressen, wenn wir uns nicht beeilen. Los, weiter. Lass uns diesen Riesenwurm finden. Und du sitzt einfach da und chillst eine Runde. Hä? Was willst du denn hier? Ein neues Gesicht hier. Du musst ganz schön mütig sein, hier hinzukommen. Willst du Dottoroshi eine Aufgabe bringen? Davon habe ich einige. Und Spiegel, der in die Fresse polieren kann. Hundefutter etc. pp. Also, keine Ahnung, was der hier verkauft. Warum verkauft das vor allen Dingen? Ich müsste ja eigentlich etwas probieren, was ich mal gelesen habe, während ich recherchiert habe. Mal so aus Jux und Dollerei. Aber mal sehen, mal sehen. Soll das eine Zunge sein oder eine Schlange oder einfach nur Stein? Das ist aber nicht gerade der leichteste Zugang zu dem, meine Güte. Ich meine ja nur. Ich komme auch nochmal an. Irgendwann. Ganz bestimmt. Also wenn, dann ist es eine Zunge. Aber ja, ansonsten sieht der Ort schon doch recht uneinander aus. Da liegt Kushi unter einer Glocke, ganz normal. Ami, sieh mal hier drüben. Jedenfalls ist er noch nicht gefressen worden. Das ist Orochi. Und der arme Blitzkopf kriegt nichts mit, weil er auf der falschen Seite ist. Oh, wilder Gott der Himmel. 100 Jahre sind vergangen, seitdem du mich hier eingesperrt hast. Wie kann es sein, dass du wieder herkommst, nachdem du gestorben bist und dich in Stein verwandelt hast? 100 Jahre in einer kalten, steinigen Gruft. Du stinkst nach Verwesung. Ich hab genug gehört, das reicht größer. Ich da einen Totenschädel habe, wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich habe keine Ahnung. Ah.
Schallebel! Hat ja gut funktioniert. Funktioniert so ziemlich gar nicht, aber... Dieser Sheet hat ein Schutzschild. Was sollen wir jetzt tun? Irgendwelche guten Ideen fällt mal? Lauf, Kushi, lauf! Bleib sofort stehen, elender Lindwurm. Susanoo, du bist gekommen. Ich wusste, dass du kommen würdest. Hab keine Angst, Susanoo ist hier. Orochi und ich haben eine Rechnung zu begleichen. Alter? Lange habe ich auf deine Ankunft gewartet, und Nachfahre von Nagi. Nun werden wir uns diesem brennenden Verlangen hingeben, dass du uns, das uns beide verzehrt. Die Nachfahren von Nagi haben mich hier für 100 Jahre eingesperrt. Aber jetzt ist es diese verfluchte Blutlinie, welche meine wahre Macht entfesseln wird. Ein Pakt zwischen Nagis Nachfahre und mir, dem großen Orochi, soll mir finstere Kräfte geben, jenseits aller Vorstellungskraft. Lass uns diesen Blutpakt für alle Ewigkeit besiegeln. Von was zur Hölle spricht dieser Lindwurm da? Ein Blutpakt mit Susanoo wird die wahre Macht von Orochi entfesseln? Oh, er, der Macht sucht. Deine erste Chance ist vertan. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, unseren ewigen Bund zu besiegeln. Sprich die Worte. Ich wünsche Finsternis über die Welt. Sprich dieses Gebet zu mir und besiegle unseren Blutpakt. Auch du sollst finstere Kräfte jenseits aller Vorstellungskraft haben. Was steht für Susanoo in Versuchung? Ich wette, dieser verschlagene Lindwurm war es, der dem Alten die Albträume beschert hat. Jetzt sprich das Gebet. Lass die Worte ganz tief in dir heraus. Wiederhole die Worte unseres Blutpaktes. Oh, ich werde gar nichts dergleichen tun. Ich bin ein Nachfahre von Nagi. Merke dir, ich bin Susanoo, der größte Krieger aller Zeiten. Höre, widerwärtiger Lindwurm, der du Gewalt dieser hilflosen Frau antun willst. Deine Zeit ist vorbei. Spüre den Zorn meiner treuen Klinge. Holz ins Auge kriegen tut immer nicht gut. Närrische Bestie! Hast du wirklich geglaubt, dass du mich täuschen könntest? Der einzige Pakt, der für mich wichtig ist, ist der meiner Blutlinie. Wenn es mein Schicksal ist, im Kampf gegen das Böse zu fallen, dann sei es so. Ich brauche keine Hilfe, weder von Göttern noch Dämonen. Die heroische Blutlinie zu Nagi ist alles, was ich benötige, um dich zu besiegen. Glitzernder Goldsacke. Ist das der Eight Purification Sacke, Ami? Wie auch immer das dann zustande gekommen ist, wird nie geklärt. Egal. Susanoo und Kushi haben ein Wunder vollbracht. Zeit, deine Magie einzusetzen, Ami. Yeah! Zeit für einen epischen Bosskampf. Dein hässliches Gesicht macht uns keine Angst, du Riesenwurm. Schnell, Ami, der Sacke. Gib den 8
Purification-Sacke in den offenen Mund von Orochi. Ja, hätte ich ja sofort gemacht, wenn ich nicht unterbrochen wurde von, unterbrochen worden wäre. Aber ja, im Prinzip... ist das erstmal alles, was wir zu tun und zu lassen haben. Es klappt! Nimm das, du Riesenwurm! Mach weiter, Ami! Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das zweimal machen musste pro Kopf. Also insgesamt 16 Mal. Aber scheinbar war dem so. Guck mal, der ist fertig. Aber jetzt nicht nachlassen. Mach die anderen Köpfe auch betrunken. Okay. Kein Problem. Upp. Eigentlich geht das doch alles in einen Magen rein, oder? Ah, da sind noch Bodenwellen. Nein. Geht das nicht trotzdem alles in einen Magen rein? Theoretisch. Müsste das nicht heißen, dass ich das nur einmal machen müsste oder so ähnlich? Aber egal. Bäh. Geh mir weg mit dem Scheiß. Ich brauche keine Gefolgen. Erinnert mich so ein bisschen an Smogon. Ja, nee, nicht du. Der Plan war jetzt weniger, mich mit zwei Köpfen gleichzeitig anzulegen, aber passt schon. Funktioniert auch. Au. Aha. So, und jetzt zu dem, was ich mal gelesen habe. Das wird ganz interessant, denke ich. Die Glocke ist unser Hauptangriffsziel. Wir sollen also auf ihn drüber steigen und diese Glocke attackieren. Und ich habe mal gelesen, dass dieses Ding hier, ist es das? Dieses Ding hier instant die Glocke zerstört. Was wohl tatsächlich dem Sinn und Zweck entspricht, das kaputt zu machen. Nein. Nicht der Killerstrich, sondern Sake. Danke sehr. Jetzt müssen wir jeden Kopf einzeln vernichten. Der Wurm ist fertig. Sieht so aus, als hätte sich die Sperre aufgelöst. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du Orochi mit deinen Waffen und deinen Pinsel den Rest geben. Ha, ha. Cha, 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 ha, ha. Tja, 10 Treffer pro Kopf. Das war's dann. Bisschen ausweichen, nicht vergessen, die Arena ist groß, da hat man Platz, da kann man ausweichen. Nebenbei bemerkt, ihr müsst die Glocke tatsächlich nicht unbedingt jetzt mit dem Papierfetzen kaputt machen, das ging halt jetzt nur schneller. Was ich insofern ganz interessant fand. Aber abgesehen davon, einfach ausweichen, warten, dass er brüllt, Kopf kaputt hauen. Der Kampf ist so gesehen gelaufen. Was macht eigentlich Susanoo in der Zeit? Guckt er einfach nur zu? Was mit Kushi? Oder was ist mit den beiden allgemein? Gucken die jetzt zu und wundern sich irgendwie darum, dass auf einmal die Glocke in Brand gesetzt wurde? Und dass Orochi betrunken ist? Oder ist denen das egal? Kleine Detailfragen oder so, ne? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Tada! Nächster Kopf. Aber ihr merkt wohl, es ist kein... Eieiei. Kein allzu schwieriger Kampf jetzt. Nach 4 Köpfen fallen wohl Feuerbälle vom Himmel. Wie man den ausweichen soll, weiß ich nicht. Einfach nicht reinlaufen, ne? Pro-Tip oder so ähnlich. Zum Ausweichen einfach nicht in den Gegenstand reinlaufen, der Schaden verursacht. Tada! Das ist doch mal eine Erklärung, ne? Aber ja, keine Ahnung, wie man dem eigentlich ausweichen soll. Weil es nicht so aussieht, als könnte ich sehen, dass da einer kommt.
Das heißt also, wenn ich mal zufällig da stehen sollte, wo ein, ja, Brocken runterknallt, dass ich da verletzt werde dann schlussendlich. Es sei denn, das ist zur Deko und so einfach nur gut aussehen. Ja, guck mal, der Kampf, mega episch. Feuer fällt vom Himmel. Aber keine Ahnung. Au. Ich sag ja. Kann alles passieren. Genau das ist passiert. Ich stand da und wurde erwischt. Ist das nicht toll? Finisher. Oder so ähnlich. Lebst ja immer noch. Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen. Wofür? Das seht ihr beim nächsten Mal, Leute. Beim spannenden Finale dieses Bosskampfes hier. Bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.